Ja, wir wissen es nicht. Ich fange einfach mal an. Ich hoffe, ich bin in der Timeline und heiße alle herzlich willkommen heute zur Ausgabe von DE Talk. Heute ist der 3. September 2013. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was immer heute schiefgehen wird, es wird schiefgehen. Ich kündige es gleich an, damit sich keiner beschweren kann. Wir haben ziemlich viele technische Probleme, die wir jetzt hinter uns lassen. Aber wir haben ziemlich schnell und wieder viel improvisieren müssen. Wahrscheinlich wird irgendwas schief gehen. Aber das will ich nicht ankündigen. Ich will erstmal, bevor wir gleich unsere Gäste ankündigen, unsere Internal Staff, unsere Kollegas, alle einmal ganz schnell zu einer Begrüßungsrunde aufrufen. Ich fange bei Zillertron alias Norbert an. Hi Norbert. Hallo, Marc und alle anderen da draußen. Hi Thomas. Ja, hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer 11. Ausgabe und ja, herzlich willkommen an unsere Gäste und zurück zu Marc. Ladies first, James last. So macht man es einfach nicht, eigentlich nicht, aber Ja. ich sage ja, wenn was technisch schief geht, dann kann ja das Protokoll auch schief gehen. Wir dürfen heute eigentlich zum zweiten Mal, obwohl heute offiziell zum ersten Mal als Team-Memberin, auch Steffi bei uns begrüßen. Hi Steffi. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin. Das ist schön. Gut, das war der interne Bereich. Und jetzt wollen wir nicht weiter unhöflich sein und auch unsere Gäste begrüßen. Ich fange einfach mal bei Frank an, der heute zum dritten Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dabei ist. Frank als Repräsentant von dem Orga-Team für die Demo in Düsseldorf. Hi Frank. Ja, moin moin, hier ist der Frank und ich freue mich auch, das dritte Mal dabei zu sein und das in Serie. Jo, danke. Und last but not least, Mr. Jay oder Jaden Lyrics himself. Hi Jay. Hi, ich sag hallo und herzlich willkommen Welt und freue mich auch dabei zu sein und bin gespannt, was der Abend so mit sich bringt. Ja, schön. Schön, dass ihr beiden als Gäste dabei seid. Einen Dank möchte ich auch gleich schon mal aussprechen. Also heute sind folgende zwei grobe Themen geplant. Zum einen geht es natürlich als Rückblick nochmal, vor 3 Tagen geht es um die Demo vom 31. August, die Demo in Düsseldorf und Berlin. Da wollen wir drüber reden. Und als Demo auch mit dabei war in Düsseldorf, Jay und auch sein Song. Und Jay, wie er als Dampfer ist und sein wird einfach. Also als Special Guest Jay im zweiten Teil. Einen zweieinhalbten oder dritten. Bitte? Bitte? Das war das Echo. Okay, sorry. Ich sage ja, technical problems are anywhere. Genau. Und zum Schluss möchten wir noch ganz kurz Updates geben, sofern wir das tun können, sofern die Zeit das in der Vorbereitung erlaubt hat, um in Richtung EU zu gucken, 9. und 10. September, aber dazu später mehr. So, genug der Vorrede. Also, Frank, ich frage dich einfach mal als Organisator oder als Mitorganisator von der Demo in Düsseldorf, wie ist dein Resümee? Wie hat dir die Demo gefallen und wie fandest du es? Ja, ich fand's schon genial. Tolles Wetter, tolle Leute, absolut friedlich und ja, ich fand's einfach toll. Das ist erstmal so mein erster Eindruck. Reicht erstmal die Aussage oder soll ich noch mehr erzählen? Also wir haben natürlich Nein. auch. Wir haben auch so leichte Pannen gehabt. Also, ne, so. Wir haben auch so leichte Pannen gehabt, die aber nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass das Mikrofon nicht ganz funktioniert hat, dass es Übersteuerungen gab, dass es Also mir ist das aufgefallen. Ja, genau. Hey. Aber es waren Pannen, die okay waren. So, ne? Und es war echt friedlich. Wir haben viele Leute auch an den Straßen ansprechen können. Durch Musik, durch unsere Schilder, die wir hatten. Also einige waren natürlich wie immer so angewidert oder so, weil wir eben da zu laut waren. So.
aber es waren noch ganz viele interessierte Leute, die wirklich interessiert geguckt haben. Wir haben offensichtlich auf den Plakaten oder auch und auch mit unserer Musik Leute angesprochen. Und das war toll. Und ich hoffe mal, dass wir die für die nächste Demo, die bestimmt kommen wird, angesprochen haben. Und ja, also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und die nicht mit dabei waren, wir selber, Frank, haben uns in Düsseldorf getroffen. Ja. Also das Wetter hat schon mal mitgespielt, das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte, fand ich. Es gab keine Zwischenreibereien oder irgendwas, was Negatives, was irgendwie reinstreute. Also das war eine ruhige, kräftige, friedliche Demonstration, so wie wir uns das gewünscht haben. Die Teilnehmerzahl war enorm, so wie erwartet. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also es war die erste deutsche Demo mit so einer großen Teilnehmerzahl. Ich spreche jetzt erstmal primär für Düsseldorf, weil ich direkt mit dabei war. Kannst du dazu was sagen, Frank, zu der offiziellen oder inoffiziellen Teilnehmerzahl? Wir haben, also da ich ganz schlecht im Schätzen bin, da habe ich so 400-500 Leute geschätzt, aber offensichtlich scheint das richtig gewesen zu sein. Der Winfried hat sich die Mühe gemacht, hat ein Video komplett durchgezählt und hat dann die Leute, die hinter den Schildern sind und die Leute, die am Rande langgelaufen sind mit Kameras, die Flyer verteilt haben, nochmal hochgerechnet und kam auch so auf 500 Leute. Ich habe den Udo noch kennenlernen dürfen, der die Dampfer, das Dampfergrillen gemacht hat und hat ihn gefragt, weil ich nun wusste, dass dort bei ihm 500 Leute waren, hat ihn gefragt, was er denn so schätzt. So, er meinte, es müssten so 700 plus gewesen sein. So. Da aber Winfried sich jetzt wirklich die Mühe gemacht hat, gehe ich mal von Winfried-Zahlen aus. Wir waren also so gut 500 Leute und ja, alles friedlich. Mhm. Das fand ich auch sehr enorm, also die Masse der Leute, die da waren. Und das hat man nicht nur gesehen, wo das Ganze in Düsseldorf um 14 Uhr am Treffpunkt am Hauptbahnhof in Düsseldorf stattfand, sondern auch später auf der Endkundgebung oder auch in den Straßen, wenn wir da marschiert sind. Also die Masse fand ich auch schon enorm und sehr beeindruckend. Und fand sehr gut, dass es wirklich so viele Leute in Düsseldorf geworden sind. Ja. Fand ich total geil, dass es so viele sind, die waren, die da an der Stelle live vor Ort waren, endlich mal in der Masse sich zeigen konnten. Ne? Fand ich also sehr gut. Man muss auch sagen, es war ja echt nett. Also die Stimmung war ja auch richtig gut. Also hätte noch irgendwer so ein paar Grills dabei gehabt, dann hätte das auch das inoffizielle Dampfergrillen in Düsseldorf sein können. Ja. Möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Ich quatsche das jetzt mal einfach so zwischendurch heraus. Also an der Demo teilgenommen zu haben, war der Hauptgrund für mich, klar, keine Frage. Ich fand es aber auch sehr angenehm, den einen oder die andere, die man vielleicht irgendwoher schon irgendwoher kennt, ob das jetzt im Forum war und die man vielleicht noch nie gesehen hat oder die man noch nie gesehen hat, ob es Phil war oder ob es Udo war vom Dampfergrillen oder so. Ich fand es auch sehr angenehm, den einen oder anderen Dampfer einfach mal live zu sehen und dem Face-to-Face gegenüber zu stehen und einen kurzen Smalltalk mit dem gehalten zu haben. Das fand ich sehr angenehm und sehr, ja, sehr, sehr schön einfach, sehr emotional, sehr, ja, sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, echt. Und dass da so viele Leute waren, hat man unter anderem daran sehen können, dass wir beide uns erst ganz zum Schluss gefunden haben. Ja. Ja. Also ich muss mal kurz dazwischen reden, wenn ich darf. Ich kriege hier gerade reingepostet hoch 10. Also es gibt hier Zahlen von 600 bis 800 Leute auf dampfaktiv-trifft-uns.de steht irgendwas von 750 Leuten. Also ich habe auch noch zwei Videos, wo ich es noch nicht durchgezählt habe, wo ich wirklich von am Anfang der Kolonne gestanden habe, stehen geblieben bin bis zum letzten Mann und das habe ich zweimal gemacht. Also ich habe es aber noch nicht geschafft durchzuzählen. Ich werde das einfach noch mal machen und ich werde es auch noch mal irgendwo bekannt geben. So. Ja. Ich persönlich habe auch das Gefühl, so wie Udo, dass es mehr waren, aber gut. Lass uns nicht um 100 Leute irgendwo streiten, aber ich finde einfach, man hat es ja gesehen, wie viele Leute da waren und auch ich kann das auch nicht gut schätzen. Fakt ist auf jeden Fall, es war zum ersten Mal eine noch nie dagewesene, große, einheitliche Masse an Menschen, die ihren Willen da einfach bekundet haben. Das fand ich sehr,
positiv. Das war also zum ersten Mal hier in Deutschland, dass wir uns zusammen so präsentiert haben. Also echt Hut ab. Fand ich sehr, sehr schön, wirklich. Und auch wichtig, natürlich. Ich muss auch sagen, ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, Marc, ich fand das auch total spannend, weil ich bin ja erst 7 Monate Dampfer und irgendwie, für, also als das war wie eine Familie. Ich meine, ich kannte die Leute alle irgendwo aus YouTube oder wie auch immer. Es war eine Familie, die zu begrüßen, einen Handschlag zu geben und mal zuzulächeln oder was auch immer. Es war wirklich ein tolles Treffen, als wenn man sich eigentlich schon lange kennt. So, ich meine, ich habe auch mit Phil ein bisschen hin und her geschrieben für die Vorbereitung hier in Düsseldorf. So, es gab tolle Tipps. So, aber auch so all die anderen, das war schon echt klasse. Mit Udo vom Dampfergrillen bin ich noch ein ganzes Stück mit dem Zug zurückgefahren. So, das war auch total entspannt. Also es war wirklich Familie. Es war ein tolles. Ja. Und ich finde, sowas zählt, also bei mir zumindest. Die persönlichen Kontakte sind einfach, wenn du dich Mensch zu Mensch gegenüberstehst, ist immer noch was anderes, als wenn man sich am Telefon oder per Forum oder so, wenn man da miteinander kommuniziert. Ich war ja nicht bei der Demo. Ich hätte zum Beispiel die Frage, ob ihr mitbekommen habt, wie die Passanten reagiert haben. Gab es da erkennbare Reaktionen? Also ich kann ja einfach mal kurz da noch reingrätschen. Ein paar Leute, die Flyer genommen haben, haben sie auf jeden Fall nicht weggeschmissen. Das finde ich schon mal nicht unwichtig, weil die meisten, die Flyer in die Hand gedrückt bekommen, die nehmen die Dinger und schmeißen die direkt weg. Da waren ja auch unter anderem ein paar Autofahrer, wir sind ja direkt an Autokolonnen lang gegangen, denen haben die einfach die Dinger da reingegeben und die haben sich auch irgendwie gefreut und es waren schon viele interessierte Blicke dabei. Und was auch eine Situation war, die ganz lustig war, da lief dann eine lang, da sagte die so, ja, wogegen demonstriert ihr denn? Und dann habe ich zu der gesagt, naja, dagegen, dass E-Zigaretten wegreguliert werden sollen und so. Da sagt die, echt, da habe ich ja gar nichts von mitbekommen, ich habe auch eine E-Zigarette, was soll denn der Scheiß? Also es sind auf jeden Fall auch ein paar Dampfer an uns vorbeigezogen, die zum ersten Mal davon gehört haben. Das soll man ja nicht glauben, aber ist halt leider so. Und ja, ich glaube, generell waren die Leute sehr interessiert. Wir sind ja auch da als vernünftige Truppe, sage ich mal, lang marschiert. Und ich glaube, beängstigend haben wir jetzt nicht gewirkt. Nee, auf keinen Fall haben wir beängstigend gewirkt. Aber ich sag mal meine Ansicht ganz schnell dazu. Ich fand, das war die Herausforderung, gerade in dem kurzen Moment, wo wir an der Stelle, wo da irgendwelche Leute im Café sitzen, in diesem relativ kurzen Moment, wo wir vorbeimarschieren, auch wenn wir viele waren, den Leuten Platz zu machen, um was es eigentlich geht, das war gar nicht so einfach. Die eine oder der andere, der nebenbei hergelaufen ist und dort Flyer verteilt haben, das fand ich sehr wichtig, weil spätestens dann konnte sich die Person, die dann wissen wollte, um was geht es ja eigentlich, darüber informieren. Es war natürlich keine Zeit, einen guten Schnack zu halten. Und die Plakate haben wahrscheinlich auch nicht allen oder jeden letztendlich davon überzeugen können, um was es da eigentlich geht. Das war eine große Herausforderung, klar. Aber wie du es gerade sagtest, ich habe es selber auch miterlebt, ich fand das sehr gut, dass wir es durchaus geschafft haben, viele Leute davon erstmal zu informieren, auch wenn sie in der Regel ja natürlich alle keine Dampfer sind und die E-Zigarette vielleicht zum ersten Mal gehört haben. Fand ich also sehr gut, dass das ziemlich gut geklappt hat, ja. Also zu den Reaktionen am Rande so. Also mir sind auch sehr, sehr viele positive aufgefallen. Also das hat mich, da habe ich halt zweimal hingeguckt, weil es toll fand, so wie Jay auch schon sagte, die Leute haben echt einen Flyer genommen, reingeguckt und das in die Tasche gesteckt und das nächste gleich angenommen. Und dann der eine guckte seine Frau an und sagte, hier guck mal und streckte das dann halt auch noch ein. Es kam natürlich auch ein bisschen Pöbeleien vor, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir sind natürlich an Geschäften vorbeigegangen in einer ziemlich langen Kolonne von Inhabern, die dann echt genervt waren, weil an ihrem Geschäft gerade irgendwie alle wegguckten, aber nicht keinen Kaffee bestellten und sowas. Es gab auch Leute, die sagten, ich rauche nicht und so, und wir dann auch sagten, nee, wir rauchen auch nicht. Oder uns den Vogel gezeigt haben. Das gab's immer, aber ich habe schon viele Demos begleitet und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab auch positive Reaktionen und das habe ich auf vielen, vielen anderen Demos nicht erlebt. Ja. Insofern finde ich das jetzt eigentlich erwähnungswerter. Ja.
Was würdest du denn, Frank, das würde mich nochmal aus der Sicht interessieren, du, der da als Mitglied des Orga-Teams dort tätig warst, gerade wie siehst du das aus der Sicht des Orga-Teams? Ist es summa summarum gut gelaufen? Es ist summa summarum gut gelaufen. Wir haben ganz wenig Vorbereitungszeit gehabt. Der Sven hat etwas ins Leben gerufen, wo er, glaube ich, auch nicht wusste, was das alles so an Arbeit so mit sich bringt. Er hat es dann im Endeffekt auch schon echt gut gemacht und er hat dann ja auch viele alte Hasen dazu gekriegt, die dann einfach mitgewirkt haben. So, und ich glaube, fürs nächste Mal könnten wir noch organisierter natürlich arbeiten im Hintergrund und dann hoffentlich auch noch mal ein paar Leute mehr ansprechen. Ich sprach ja letztes Mal davon, dass wir auch Erfahrung gesammelt haben. Also ich war ja eigentlich in der Pressegeschichte mit dabei. Erfahrung gesammelt haben, die wir jetzt auch noch mal zeitnah aufschreiben, damit wir für eine nächste Demo auch eine ordentliche To-Do-Liste haben, wann was passieren sollte, müsste und wie es passieren soll. So, ja. Ich jedenfalls begrüßen, wenn wir das so hinkriegen. Ja, an dieser Stelle kann man einfach nur nochmal sagen, schönen Dank und Hut ab, dass ihr das so gut hinbekommen habt. Das sage ich auch mal einfach an die Stelle in Berlin, obwohl ich jetzt persönlich nicht dabei gewesen bin. Und die Zahlen in Berlin halt etwas anders waren, aber das ist egal. Ich finde, in der Summe, wenn wir das als Dampfer, als überzeugte Dampfer, die wir alle keine Medienexperten sind und keine Eventmanager sind und, finde ich gut ab, das haben wir gut hinbekommen, das habt ihr gut hinbekommen, die Demo so zu organisieren, dass wirklich so viele Leute in der Masse daran teilnehmen konnten und ihren Willen dementsprechend kundgeben konnten. Also das hat gut funktioniert, muss ich aber sagen. Wenn ich meine und Pläne für die nächste Demo umsetzen kann, werden wir solche Leute dabei haben. Ja. Hey, denk mal anders. Also es hätte auch wesentlich, mein Gott, es hätte wesentlich unprofessioneller oder schlimmer laufen können, sag ich mal. Ja? Also ich finde das, also was da gelaufen ist, schon dafür, dass wir alle Laien sind und wir keine Top-Leute haben, die das hauptberuflich machen und das alles selber machen, durch eigene Initiative, fand ich das schon sehr positiv und sehr gut einfach, mein Gott, muss man einfach mal so sagen. Ja, war es auch. Ja, wir hätten gerne noch Rolf Giesiger heute Abend mit dabei gehabt, der seine Impressionen von dem Orga-Team aus Berlin hier einbringen kann. Klappte leider zeitlich nicht mehr wie gewünscht. Trotzdem an dieser Stelle schönen Gruß, Rolf, von uns aus hier an dich in Berlin und auch dem Orga-Team. Respekt und danke für eure Arbeit. Steffi zeigt einfach nochmal gesammelte Bilder, die es gab aus der Demo aus Berlin, dass man sich da auch nochmal ein paar Eindrücke abholen kann. Jay, wie hast du denn die Demo aus deiner Sicht so erlebt? Du hast vorhin schon ein paar Takte gesagt, aber wie würdest du das summa summarum zusammenfassen oder deine Impressionen nochmal so wiedergeben? Ja, die Demo war für mich natürlich ganz toll, vor allen Dingen, weil das für mich auch interessant war, die Reaktionen zu dem Song, den ich da halt passend dazu gemacht habe, zu sehen. Mhm. Und das Feedback im Internet war natürlich überwältigend, aber das nochmal von den Leuten teilweise bestätigt zu bekommen, das war echt für mich einfach der Hammer, dass halt Leute auf mich zukamen und sagen, ja, sie haben meinen Song jetzt auf dem Handy und wie auch immer. Und auch, dass der Song halt diese Demo begleitet hat, für mich persönlich war das natürlich dann was ganz Besonderes, weil ich war natürlich auch stolz wie Oscar und auch in Bezug auf Berlin, da kann ich fast sagen, das war für mich fast noch besonderer, weil als ich da so Bilder gesehen habe und die Leute dann da zur Siegessäule mit meiner Musik marschierten und dann daneben die Polizei und Phils Stimme, der Staat angeprangert wurde in einer Polizeikolonne, das waren natürlich auch Sachen, was echt so ein bisschen Gänsehautfaktor für mich war. Und aber auch so, die Leute sind ja echt nett gewesen. Viele habe ich ja auch schon mal irgendwo gesehen. Von unserem Leverkusener Stammtisch waren ja auch einige da. Und von daher ist es eh immer so ein kleines familiäres Treffen. Ich bin eh total, ich sag mal, beeindruckt davon, wie nett die Leute alle sind. Also wo gibt's irgendwelche Raucher-Stammtische, weiß ich nicht, wo so viele nette Leute dabei sind. Das ist ja da meistens echt im Zusammenhang irgendwelchen Eckkneipen mit Alkoholkonsum. Und das ist irgendwie eine ganz andere Geschichte. Es ist halt echt so ein
eine Leidenschaft, kann man ja sagen, und ich finde, das hat man auch auf der Demo gespürt. Interessant fand ich auch ziemlich zuletzt auf der Endkundgebung, wo Sven, der Organisator, einfach sagte, ey komm, jetzt seid ihr alle hier, jetzt möchte ich sehen, wie das aussieht, wenn ihr alle einmal kräftig dampft. Und davon hat er ein Foto gemacht und ich glaube, das gab es auch vorhin, das Foto, dass eben, naja, sag mal 600 Leute, die an der Stelle dort auf einem relativ kleinen Platz stehen, alle mal zeitgleich dampfen. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, wobei ich habe ja dazu auch mal irgendwo mal die Meinung gelesen, dass jemand meinte, naja, vielleicht sollten wir, wenn wir solche Demos machen, eher alle so normale E-Zigaretten nehmen, die weniger dampfen, weil das vielleicht normaler auf die Menschen rüberkommt. Aber ich finde gerade durch diese ganzen großen Geräte und dieses, für mich spielt da noch so ein bisschen der Technikfaktor mit rein. Das war eigentlich das, was mich auch so begeistert hat an dem Ganzen. Ja. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass uns das gerade abgrenzt von der Tabakzigarette, dass unsere Geräte nicht so aussehen und auch nicht den Dampf machen, wie eine Zigarette Rauch macht, sondern dass es sich sehr unterscheidet. Das können wir ruhig zeigen. Ja, möchte ich voll und ganz unterstreichen. Wenn du nur auf die Optik angewiesen bist und dir als Außenstehender einen Eindruck davon machen möchtest, was ist der Unterschied zwischen einer Zigarette und einer Dampfe, dann ist der Dampf bestimmt auf der optischen Spur ein sehr markantes Mittel, um sich von dem, was man jahrzehntelang vorher gemacht hat, von dem Rauchen zu unterscheiden. Der Geruch ist bestimmt noch was anderes, aber das kannst du in der Optik nicht darbringen. Also will ich dir auch nur sagen, ich finde, wir sollten uns da nicht verstecken müssen. Ja, echt nicht. Ja. Gut, aus dem Gesichtspunkt, das stimmt schon, aber ich wollte jetzt nur den Kommentar mal wiedergeben, den ich gelesen hatte, weil ich das schon nicht uninteressant fand. Also zum Beispiel, da war ja auch ein Bericht in der Rheinischen Post und ich musste für die Frau dann echt meine Bianzi auspacken, weil die halt gesagt hat, das verstehen die Leute sonst nicht, was das sein soll. Das kennen die halt nicht. Mhm. Ne? Ja. Wie ist es denn eigentlich überhaupt zu diesem Song gekommen? Oder sagen wir erstmal, bevor wir über diesen Song reden, erstmal eine Info. Beschreib doch mal bitte ganz kurz selber, Jay, für die Leute, die den Song vielleicht wirklich nicht kennen sollten, was ich jetzt nicht vermute, aber trotzdem. Ich finde, wir müssen erstmal informieren, damit jeder weiß, worüber wir reden. Sag doch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was zu dem Song und danach auch, wie er entstanden ist. Was war die Motivation dazu? Ja, der Song, den ich gemacht habe, heißt halt Mut zur Wut. Die Motivation war, sage ich mal, die Demo, die halt auch anstand. Und es ist quasi ein Hip-Hop-Song, der halt thematisch sich halt um die E-Zigarette und halt auch um die politischen Probleme um die E-Zigarette dreht und halt auch Leute ein bisschen motivieren sollte. Und ich mache halt schon lange Musik, mittlerweile seit über 12 Jahren, und hatte einfach Bock, was über die E-Zigarette zu machen. Und habe dann einfach mal drauf losgeschrieben und es war eigentlich gar nicht unbedingt geplant, jetzt so einen mega politischen Song zu machen, aber das war halt einfach anscheinend in dem Moment das, was in mir drin steckte, was raus musste. Und dann ist es halt der Song geworden. Und dann gab es ja in dem Song noch eine Kooperation mit dem Feelgood, weil ich hatte den dann fertig und dachte mir, ist schon cool, aber irgendwie fehlt noch das gewisse Etwas. Dann habe ich den Phil mal gefragt und dann, naja, hat er noch eine passende Einleitung und einen passenden Abschluss geschrieben, was meiner Meinung nach dem Ganzen nochmal richtig gut getan hat, weil er das nochmal so richtig schön erklärt, was sonst ja eher relativ schnell an einem vorbeizieht. Wer den Song wirklich noch nicht kennen sollte, wie kommt man auf den Song? Wo kann wenn man Mut zur Wut bei YouTube eingibt, dann sollte der eigentlich mittlerweile schon relativ weit oben sein. Ansonsten kann man auch einfach nach meinem Kanal Mach mal Dampf suchen. Ich mache auch so einen YouTube-Kanal, da ist der auch drauf. Okay. Gut. Und mal eine andere Frage, eine interne Frage oder direkt gefragt, so, wie lange hast du für den Song gebraucht? Sagen wir mal, für den Text nicht lange, so, weil bei mir ist es generell so, dass ich Texte ziemlich schnell schreibe. Also für den Text habe ich jetzt 20 Minuten gebraucht, aber der Text ist ja eigentlich auch eher so die geringste Kunst. Das war dann die Aufnahme, da habe ich dann
eine Stunde für gebraucht. Das war aber auch noch eher der kleine Anteil. Es war dann halt die Mischarbeit. Und da habe ich dann echt 10 Stunden dann dran gesessen, bis das so saß, dass es, sag ich mal, ein professionelles Level hat und dann halt nicht untergeht, weil die Leute sagen, nee, die Qualität ist scheiße. Ja. Da scheitert es ja leider oft an vielen Songs, dass die Leute entweder die Kenntnis nicht haben oder sich die Mühe nicht machen, das halbwegs vernünftig zu präsentieren, und deswegen war mir das wichtig, und da habe ich wirklich jedes Wort gerückt und da saß ich dann 10 Stunden dran. Also. Mhm. Gut, 10 Stunden hört sich lange an, aber ich hätte ehrlich gedacht, dass es noch länger dauert. Okay. Ja, nee, also man kann das Ganze natürlich noch professioneller aufziehen, aber ich sag mal so, insgesamt sind so 13, 14 Stunden da reingeflossen. Okay. Und weißt du schon, also wo wird der Film wo wird der Song hauptsächlich gehört? Ist es der YouTube-Kanal? Es ist hauptsächlich der YouTube-Kanal, ja, weil da eigentlich hatte ich es da hochgeladen und auch größtenteils den Link verbreitet, weil klar, für mich, für meinen Kanal ist es natürlich auch nicht schlecht, aber ich wollte halt einfach auch, sag ich mal, gesammelt die Zahlen haben. Ja. Und bei YouTube sind es ja jetzt mittlerweile, ich denke mal, am Wochenende wird es die 20.000 erreicht haben. Wow. Plus auf Soundcloud ist es drauf, da sind es auch nochmal 3.000, 4.000 Abrufe. Also ja, so 23.000, 24.000 Abrufe wird der Song zum Wochenende haben. Ja. Plus etliche Downloads. Also es ist echt für, ich weiß nicht, wie lange der Song jetzt oben ist, vielleicht 2 Wochen, ist das echt gerade in unserer kleinen Szene beeindruckend. Ja, allerdings. Und ich komme jetzt nochmal zu meinem Versprecher zurück. Eigentlich ist es ja nicht nur ein Song, sondern es ist ja schon ein Video. Es ist ja ein Video mit Song. Es ist ja beides irgendwo. Also das Video kommt eigentlich mit dazu irgendwo. Es ist ja nicht nur der Song selber, oder? Ja, der für das Video, das ist leider nicht so geworden, wie ich es haben wollte, weil eigentlich wollte ich viel mehr Dampfer in dem Video haben. Ich wollte eigentlich so gut wie gar nicht in dem Video auftauchen. Hatte halt vorher Aufrufe gemacht per Facebook und so weiter und so fort. Aber ich hatte den Song halt noch nicht draußen, der war noch nicht fertig, und irgendwie sollte es auch so eine kleine Überraschung halt bleiben. Und dann habe ich halt, sag ich mal, einen Blindaufruf gemacht. Und dann haben sich halt nicht so viele Leute gemeldet, aber die Resonanz hinterher war halt, dass sich umso mehr Leute in den Arsch gebissen haben, geschrieben haben, scheiße, hätte ich das gewusst. Ja, auf der Seite von Phil oder auf Phils letzten Videos hat er ja auch eine Nachzüglerin mit reingenommen, ne? Ja, das war auch sehr lustig. Die hat dann auch nochmal geschrieben und gesagt, wenn du sowas nochmal machst, dann sag bitte Bescheid. Ja, coole Aktion. Ja, schön. Also ich muss auch wirklich ganz ehrlich und ganz direkt und ganz persönlich sagen, dass ich den Song, das Video sehr gut fand, und ich fand es auch sehr emotional, als wir auf der Demo in Düsseldorf an diesem Platz, Heinrich-Heine-Platz, wenn ich mich recht entsinne, einmarschiert sind, in Anführungszeichen, und einmal das Lied gehört haben, wie heißt es, von Matthew? Grenzland. Grenzland, genau. Grenzland zum einen, und zum Abschluss, wie Steffi das vorhin schon sagte, als dein Song dein Song gespielt wurde und du da eben auch live mit dabei warst. Das fand ich sehr, das waren die Höhepunkte für mich zumindest, von der Abschluss. Fand ich sehr gelungen, sehr passend, sehr emotional. Also war ein Volltreffer, fand ich. Fand ich sehr schön. Dazu muss ich aber auch noch sagen, also diesen Song Grenzland, den fand ich auch echt gut. Den habe ich da auch zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, ob der irgendwie gerade frisch aus der Box noch war, aber der hat auch was. Ist halt eine ganz andere Richtung, aber hat mir auch gefallen. Der war schon beim Dampfergrillen, da ist Philgut mit ihm zusammen aufgetreten. Ah, okay. Ja, da war ich leider nicht. Ja, ich leider auch nicht, aber ich habe die Videos natürlich geguckt. Ich habe alles verschluckt, was es zu schlucken gab in den letzten 7 Monaten. Zu deinem Lied, ne? Ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, dass ich hoffe oder mir ganz viel von deinem Lied verspreche, und ich habe bei meinen Videodrehen und bei meinen Fotografien auf das Publikum geachtet und habe ganz viele junge Leute gesehen, die stehen geblieben sind, als in deinem Hip-Hop-Lied lief, weil das ist die Generation, die wir brauchen. Ich habe auch gerade hier nochmal eine Nachricht gekriegt. Dadurch, dass wir alle fette Dampfen dabei hatten, wir haben offensichtlich nicht die Anfänger mit angesprochen. Und das ist etwas, was wir in der Orga nächstes Mal besser machen müssen, dass wir auch die Anfänger mit dazu kriegen. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben durch dein Lied ganz viele Leute angesprochen, das, was ich mir erhofft habe, und das ist passiert, und das ist toll.
Ja, super, echt super. Ich finde auch, das ist ein sehr großer und wichtiger Beitrag, um die Dampfe einfach besser ins aktuelle tägliche Geschehen in der Gesellschaft mit reinzubringen. Also diesen Weg finde ich sehr gelungen. Ja, was wir definitiv brauchen, ist halt auch mehr Aufmerksamkeit. Und gerade junge Leute sind da natürlich eine super Zielgruppe. Gerade für das Lied und ich, ja. Ich muss mal kurz eingeworfen haben. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage fragen. Und zwar ist dir bekannt, dass viele Dampfer jetzt natürlich versuchen, auch dieses Lied überall publik zu machen und das zum Beispiel an Radiosender schicken. Gibt es da Fragen an dich? Mir ist es bekannt. Ich habe auch, ich habe ja auch viel gelesen. Ich bin ja eigentlich relativ viel immer aktiv auf dem Netz. Und es gab so von, ich sag mal, kleineren Internetradios und so Anfragen, wo, ohne es böse zu meinen, weil ich das toll finde, dass die Leute das machen, aber halt nicht glaube, dass es die große Wirkung hat. Aber von den großen Sendern, sage ich mal, kam nichts. Aber das war mir eigentlich auch vorher bewusst, weil das ist halt nicht das High-Tai-Tai-Programm, womit man die Leute mit leichter Kost bespaßt. Dann ist es noch ein Thema, was die Leute erklären müssten, bevor sie irgendwie einen Song senden könnten. Die meisten wollen halt auch nicht positiv berichten. Also von daher ist, sage ich mal, dieser Song ein bisschen mehr in der Szene drin. Aber es waren halt auch ein paar andere Aspekte drin, die die Leute interessiert haben, weil dieses, ich sag mal, dieses generelle Thema EU-Regulierung spricht ja schon mehr Leute an. Und durch meine andere Musik, also ich habe jetzt nicht nur dieses eine Lied gemacht, sind natürlich auch ein paar andere Leute, die meine Musik sonst hören, darauf aufmerksam geworden. Es ist schon ganz interessant und ich bin auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ja, vielleicht werde ich das Ganze irgendwann auch nochmal live machen, weil ich zum Dampfergrillen mal geladen wurde, ob ich da nicht was machen will. Und das überlege ich mir auf jeden Fall. Vielleicht mit sogar noch ein paar neuen Sachen und ein paar Sachen, die jetzt nicht so politisch sind, sondern einfach den Lifestyle ein bisschen mehr so nach vorne stellen. Mhm. Damit erreicht man, denke ich, auch nochmal ein paar ganz andere Leute. Würde ich total geil finden. Ja, also das finde ich eine sehr angenehme, eine sehr gelungene und eine sehr erfolgsversprechende Methode, das Thema Dampfe oder E-Zigarette irgendwo um das Volk zu mischen. Ja, also der Song bislang als solches, und wenn du das noch weiter vorhast, finde ich das eine sehr erfolgsversprechende Möglichkeit, sich der Gesellschaft weiter damit zu nähern. So. Also mit der Gesellschaft meine ich jetzt Leute einfach, die das schon kennen oder erst recht, die es nicht kennen. Hast du denn jetzt, abgesehen vom Dampfergrillen oder so, auch vor, frage ich mal ganz direkt, da in der Richtung irgendwie was weiterzumachen? Weil wenn man auf deinen Kanal geht und dein Video sich anschaut, wo du etwas über dich selber erzählst, in immerhin 18 Minuten, bist du der Medienbranche ja nicht fern und ich frage mal, wolltest du das irgendwie verquicken oder so? Oder hast du es ist ja alles irgendwie so gewachsen. Ich habe da noch keine konkreten Pläne, sage ich mal so. Und ich bin auch, wenn ich ganz ehrlich bin, das Thema Dampfen taugt jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt zum Charthit. Also, um Leute darauf aufmerksam zu machen und viele, die den Lifestyle mögen, auch Shisha rauchen und wie auch immer, da habe ich ja auch schon mal Sachen gemacht, aber die jetzt halt auch noch nicht so draußen sind. Das interessiert Leute, denke ich, aber ich denke mal, das ist eher so als ein Teil von einem Ganzen interessant. Und ich bin schon dabei, meine ganzen anderen Kanäle und so weiter, das alles miteinander zu verlinken, aber das muss man natürlich auch auf eine, ich sag mal, vernünftige und ruhige Art machen, weil wenn ich jetzt die Leute auf meinem Musikkanal mit Dampferei zuspamme, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, wo ich angefangen habe, die waren einfach super schnell abgefuckt und genervt, weil es ist irgendwie immer noch so ein Thema, was nicht so ganz angekommen ist und viele Leute eher abschreckt, als sie anzulocken. Deswegen. Wie lange dampfst du schon, Jay? Ja, wie mein Nachbar hier, 7 Monate. Dafür bist du echt sehr schnell. Ja. Ich neige halt dazu, mich in solche Dinge einzulesen und dafür stark dann zu interessieren. Das Thema Moderation kann ich mir bei dir ganz gut vorstellen, wenn ich das mal nebenbei, das guckt ja kaum einer zu, erwähnen darf. Ja, ich hab da ja auch Spaß dran. Ich habe mich ja auch, das darf man eigentlich keinem erzählen, aber bei QVC als Moderator beworben.
aber ich passte nicht so ganz nicht so ganz in dieses blond-blauäugige Bild, was die QVC-Seite sonst so vermittelt, wenn man sich die Moderatorenliste anguckt. Nee. Nee, so meinte ich das nicht. Ich meine schon mit Inhalt, mit Tiefgang und mit Qualität. Nee. Oh, das ist ein Kompliment. Danke. Das meine ich ernst, ja. Das hätte ich dir auch vor der Sendung sagen können, sage ich aber auch gerne hier in der Öffentlichkeit. Wirklich, meine ich schon ernst. Soll keine Lobhudelei sein. Ich möchte eins nicht unerwähnt lassen. Wir haben vorhin die Bilder zu den Demos gesehen aus Düsseldorf und aus Berlin. Und da speziellen Dank nochmal an Lilly, die das Ganze gesammelt, aufbereitet und zusammen mit Steffi für diese Präsentation vorbereitet hat und haben. Danke. Bitte? Ja. Lilly hat jetzt keine Möglichkeit, sich live zu bedanken. Vorhin kam noch eine kurze Geschichte. Ich versuche das mal im Nachhinein nochmal kurz aufzuarbeiten, obwohl es ganz thematisch nicht mehr passt, zum Thema persönliche Kontakte auf der Demo in Düsseldorf und oder in Berlin. Duck war zum Beispiel einer, den ich dort auch zum ersten Mal gesehen habe. Neben Zillertron übrigens auch, ja. So. Duck hatte da vorhin was geschrieben oder so, habe ich hier gelesen. Wir können das ja nicht live sehen. Wir kriegen ja immer so kleine Regieanweisungen nebenbei rein. Ey, also Duck, ganz schnell, die Größe zeigt sich an dem, wie wir zusammen kämpfen. Ne, das weißt du genau. Ja. Und da weiß ich nicht, wer von uns beiden größer ist. So, ganz schnell und damit ist das Thema abgehakt. Also, sorry. So, bevor wir das Thema Demo als auch den Song und die Medienkarriere von Jay hier weiter behandeln, möchte ich nicht versäumen, in der Zeit, die so langsam gleich wieder zu Ende läuft, das Thema EU-News auch noch kurz anzusprechen, sofern wir das heute in der aktuellsten Form tun können. Norbert, damit spreche ich dich an. Kannst du jetzt noch, jetzt wo noch ein bisschen Zeit ist und der Druck noch nicht so schnell zum Ende hin naht, kannst du jetzt noch in Ruhe was zur aktuellen EU-Situation sagen, aus politischer Sicht bitte? Okay, also viel Konkretes habe ich jetzt noch nicht vorliegen. Ja. Im Moment sieht es noch so aus, als würde McEwen sich durchsetzen können, eventuell, und tatsächlich am 10. die Abstimmung, also die Debatte am 9., die wird mit Sicherheit kommen, die steht schon auf dem Plan und ich glaube auch kaum, dass sich daran etwas ändern wird. Aber daran die eigentliche Abstimmung jetzt nicht schon am 10. zu machen, daran arbeiten einige Abgeordnete, wie wir wissen, unter anderem Rebecca Taylor, aber auch ein paar deutsche Abgeordnete wie Frau Dr. Sommer und auch ein italienischer Abgeordneter hat sich zum Wort gemeldet. Auf einen Brief vom Herrn Florenz hin, mit sehr deutlichen Worten. Also, das heißt, es ist Bewegung drin, die Linda McEwen und Herr Grote mit Sicherheit nicht haben wollten. Gut, nach dem 10.7. vor ein paar Wochen, wo der Envi-Ausschuss diesen Vorschlag gemacht hat, ist jetzt der nächste Meilenstein in der weiteren Entwicklung der potenziellen Gesetzgebung zur Renovierung der Tabakrichtlinie am 9. und am 10. September. Jetzt muss ich schnell überlegen, bevor ich mich verploppere, der EU-Rat. Nein. Nee, falsch. Der nicht das Parlament. Entschuldigung. Ja, sorry. Siehst du, das war genau der Versprecher. Das ist das Parlament, also das EU-Parlament, was wesentlich größer ist von der Anzahl der Leute als der Envi-Ausschuss, dass dieses EU-Parlament diesen Vorschlag vom Envi-Ausschuss liest und bewertet. So kann man das ganz grob sagen, richtig? Richtig. Mhm. Und zwar, Linda McEwen hat ihren Bericht datiert auf den 24.07., aber erschienen ist er erst am 29.08. Und
in der deutschen Übersetzung erst abends am 30.08. erschienen. Das heißt, die Abgeordneten haben noch bis morgen Mittag Zeit, sich das alles durchzulesen und Änderungsanträge einzureichen, weil zumindest bis jetzt die Frist für Änderungsanträge morgen Mittag abläuft. Ja. Was eine völlig schwachsinnige Zeitvorgabe ist, zumindest dann, wenn man tatsächlich wirklich etwas Vernünftiges erreichen will. Ja. Und dagegen agieren jetzt doch etliche Abgeordnete, denen das sehr sauer aufstößt. Das heißt, technische Zeittricks scheinen hier im Spiel mit zu sein, die nicht gerade für uns sprechen. Also hier wird massiv versucht, durch kurzfristiges, durch übereiltes Handeln und dadurch, dass eben nominell der Bericht kurz vor der Sommerpause vorgelegt wurde, aber praktisch erst jetzt nach der Sommerpause verfügbar ist und gleich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause soll er vorgestellt werden, debattiert werden und am nächsten Tag dann abgestimmt werden. Das ist natürlich, vernünftig und fair ist das mit Sicherheit nicht. Nee, gerade bei dem wichtigen Thema ist, Der ursprüngliche Termin war der 8. Oktober gewesen für die Abstimmung. Da kann man ja mal sehen, also ganz am Monat vorverlegt. Ja. Und die Zeitnot ausgenutzt, sodass man den Leuten, die dort abstimmen, in Wirklichkeit gar keine faire und richtige zeitliche Chance gibt, mit Sinn und Verstand an die Sache ranzugehen, sondern die werden Opfer ihres Terminkalenders an der Stelle. Richtig. Wohin das führt, wollen wir gar nicht wissen. Aber am 9. September, das ist schon nächste Woche Montag, da fährt die Interessensgemeinschaft E-Dampfen nach Straßburg, weil das ist der Ort, wo sich am 9. und 10. September die EU-Abgeordneten treffen werden und übergeben eine Petition. Ist das richtig? Das ist richtig, da bin ich dann zusammen mit Sven Meyerhofer, dem Vorsitzenden der IGED, bin ich dann dort und wir hoffen, dass wir noch einiges an Unterstützung bekommen. Das heißt, ihr übergibt die Petition, die vor Monaten ins Leben gerufen worden ist, von richtig, der IGED europaweit und die ungefähr, ich sag mal, 25.000 bis 30.000 Unterschriften hat. Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht. Die werdet ihr dort dem Martin Schulz übergeben, richtig? Richtig, das sind etwas über 27.000 bis jetzt. Okay. Die werden ausgedruckt und das ausgedruckte Ergebnis wird dem Martin Schulz übergeben oder zumindest einem seiner Vertreter, weil er selber hat anscheinend keine Zeit. Ja, schade, hört sich schon mal nicht so an, wie wir uns das wünschen. Okay, ich drücke mal ein bisschen auf die Zeitbremse, Kinders. Das, was wir heute übermitteln wollten, haben wir bis hierhin getan. Und wir möchten im Ganzen einen würdigen Abschluss finden, in dem jeder, der hier intern mit hinter der Bühne steht, sich ganz kurz, aber prägnant bitte nochmal schnell verabschieden soll und darf. Wir fangen jetzt einfach mal in umgekehrter Reihenfolge an. Jay, ich fange mal mit dir an. Bitte ein kurzes Schlusswort. Ja, war super nett mit euch. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Danke an alle, die bei der Demo waren und meinen Song mögen und teilen. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt auf Mach mal Dampf bei YouTube. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jo, danke. Steffi. Ja, ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch mit Jay und mit Frank, den wir inzwischen verloren haben hier. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ihr alle eure Abgeordneten immer noch anschreiben könnt. Das Thema ist im Moment für die präsenter denn je, weil die sich jetzt untereinander mehr denn je darüber unterhalten. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal Akzente setzen und versucht das einfach mal. Das wäre es aus meiner Sicht. Mir ist das ganz wichtig. Jo, danke für den Beitrag. Thomas.
Ja, mit den Worten von Steffi mit Anschreiben und jetzt ist die richtige Zeit, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, ist ganz und gar meine Meinung. Das Thema ist ja gerade jetzt wirklich wieder absolut aktuell. Und ja, ansonsten möchte ich mich einfach nochmal bei unseren Gästen bedanken. Frank ist leider schon von uns, aber Jay ist noch da. Und ja, vielen Dank an Jay. Super Aktion, ich finde es absolut genial, was du da auf die Beine gestellt hast. Und das waren eigentlich auch schon meine Schlussworte. Gut. Last but not least, Norbert, bitte. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wäre schön, wenn noch ein paar Leute mit nach Straßburg kommen könnten. Ich weiß, es ist Montag, aber ja, wie gesagt, wäre schön. Und ja, natürlich vielen Dank an Jay für den klasse Song. Sehr gern. Und wie Steffi schon so schön gesagt hat, schreibt die Abgeordneten an. Jo. Gut, wir haben noch jemanden wiederbekommen, genau, dass ich jetzt gerade noch schnell verabschieden kann. In der letzten Sekunde, Frank, wenn du wieder zu uns gestoßen bist jetzt gerade, ganz kurze Verabschiedungsrunde, wenn du uns hörst, in 12 Sekunden hast du noch. Ja, vielen Dank und Dampf in allen Gassen weiter. So will ich dich hören. Jo, danke. Ich schließe mich dem an, was meine Vorredner gesagt haben, bedanke mich ganz besonders bei Frank und bei Jay, dass sie heute bei uns zu Gast waren. Und bedanke mich natürlich auch bei euch, die uns heute zugeschaut habt. Sage bis hoffentlich nächste Woche und verabschiede mich hier von uns, von unserem Team. Sage bis nächste Woche ohne Kampf, kein Dampf. Vielen Dank und tschüssing.